Ja, liebe Zuschauer, hier werden Sie gleich runterkommen, die Rennrodler am Königssee. Heute ist der Start vom Weltcup hier im Berchtesgadener Land. Jetzt geht's dann bald los mit den Doppelsitzern und ich nehme Sie jetzt mit und schaue mir ein bisschen an, wie die Stimmung hier so ist. Auffällig ist, dass alle Rodler, egal woher, gleich angefeuert werden. Ja, ich habe mich jetzt unter die Fans gesellt und ein Fan ist mir ganz besonders aufgefallen, nämlich die Gabi aus Thüringen. Gabi, du hast ganz viele Farben. Ja. Warum? Warum? Weil wir sind schon viele Jahre im Rodelsport unterwegs und haben uns auch so ein bisschen mit den Sportlern und den Nationen angefreundet. Und eigentlich hat es jeder verdient, eine Fahne geschwenkt zu bekommen. Im Ausland, überall, auf jeder Bahn. Und deswegen habe ich gedacht, nicht nur die Deutschen, also in erster Linie natürlich sind wir schon für Deutschland, aber auch die Russen, die Italiener, die Amerikaner, alles nette Kerle, alles mit den Mädchen und haben es verdient, auch angefeuert zu werden. Und wie bist du dann selber zu diesem Rodelsport gekommen? Friedrich Roder in Thüringen ist eigentlich die Wiege des Rodelsports, sage ich jetzt mal. Norbert Loch kommt aus Friedrich Roder. Wir haben eine eigene kleine Rodelbahn. Also wie gesagt, in Friedrich Roder ist schon auch Rodelclub alles. Mein Mann ist in Oberhof im Organisationskomitee vom Oberhofer Weltcup. Ja, und so kommt man da automatisch irgendwie mit dazu. Jetzt macht jedes Mal immer Spaß und ab nächste Woche Montag sind wir in Oberhof im Einsatz. Da heißt, die Bahn leider nicht schwenken. Heißt es, du rodelst auch selber? Nein, 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 um Gottes Willen. Also ich habe riesengroßen Respekt vor den Jungs und Mädels. Also Wahnsinn, ich würde es mich nicht trauen. Wir sind einmal Gästebob gefahren. Hat mir gereicht. Okay, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Dankeschön, gell? Vielen Dank. Armin Zöggeler aus Südtirol war auch mit dabei. Er ist zweifacher Olympiasieger und sechsfacher Weltmeister im Einsitzer. Seine Sportkarriere hat er allerdings schon 2014 beendet. Na, das Kapitel ist abgeschlossen, definitiv. Meine Sportlerkarriere habe ich beendet nach Sochi. Und jetzt bin ich im italienischen Winter auch Sportverband verantwortlicher für unser Team. Und freut mich natürlich, wieder hier zu sein und auch in Amiente tätig zu sein. Der achtfache Weltmeister Felix Loch vom Königssee genießt den Weltcup ohne selbst anzutreten. Ja, ist natürlich super, es sind viele Leute da und für mich halt heute natürlich sehr entspannt, weil ich nicht fahren muss. Ich muss mir nur anschauen und muss halt dann morgen runter hier. Aber juckt Sie nicht in den Fingern, jetzt einfach mitzufahren? Nein, das ist eigentlich mal ganz schön, wenn man mal einen Tag zwischendurch Pause hat und das Ganze einfach ein bisschen genießen kann. Und wenn man ja heute einfach hier so ein bisschen schaut, das Wetter spielt mit, ist natürlich super für uns. Okay, super. Dann noch ganz viel Spaß. Danke. Und dann schießen die beiden Lokalmatadoren ins Ziel. Tobias Wendel und Tobias Alt holen sich den Sieg für Deutschland. Ja, ist natürlich immer geil hier vor der vom heimischen Publikum an der Heimbahn vorne zu sein und zu fahren bei dem Publikum und die Bahn bei dem Wetter. Das ist natürlich ein Traum. Und war alles so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Es waren nur ein paar kleinere Fehler drinnen. Der Schlitten war auch eher auf der sicheren Seite. Aber wie wir gesehen haben, wenn wir hier sauber runterfahren auf unserer Heimbahn, dann sind wir meistens vorne. Aber ich denke, mit dem Publikum klappt es dann ganz gut. Ja, okay, super. Und was sagt ihr zu den Fans? Ja, ist natürlich gigantisch hier. Also hier ist immer richtig viel los. Die Stimmung ist immer sensationell. Hier wird jeder angefeuert, egal wer es ist, ob es Tscheche, Ami ist oder wir. Das ist einfach ein Traum, hier daheim vor dem Publikum zu fahren. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, die beiden Lokalmatadoren aus dem Berchtesgadener Land sind in Führung. Deutschland hat gewonnen und mit diesen guten Nachrichten und dieser Bombenstimmung hier am Königssee gebe ich jetzt zurück ins Studio nach Augsburg und Claudia.